Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen, liebe Freunde, bei der, diesmal ohne Versprecher, bei der Folge 357. Wir sind hier noch dabei, wie die Bekloppten, ne? Birkenholz zu farmen. Es dauert auch echt seine Zeit, bis man hier dementsprechend Birkenholz zusammenbekommen hat. Oh, da ist noch eine Kuh, die werden wir gleich mal töten. Da, 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 da. Hallo, wir kommen durchs Gebüsch. Kuh. Ja, ja. Dum, ba, ba. Ba, 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 ba. Weiter geht's. Aber frag mich nicht, ich glaube, ich habe mich jetzt schon verlaufen, aber wir haben ja, glaube ich, einen markanten Berg, über den wir dann wieder zurückfinden können. Ach ja, hier schlagen wir uns mal durchs Gebüsch durch, warum auch immer. So, hier nochmal durch, so. Guck mal, haben wir vergessen. Aha, ha, 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 ha. Ah, guck mal, das ist eine Höhle, die werden wir gleich mal erkunden und jetzt werden wir mal irgendwas wegschmeißen. Ein Holz können wir da wegschmeißen, braucht man nicht. Da, da, da. Komm, wir gehen mal hier in die Höhle. Ja, Höhlentour, 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 Höhlentour. Oh. Ich glaube, es ist gar keine richtige Höhle. Das wäre nur so ein Kackifurz. Okay. Dann wieder raus. Ah, oh, Schluck Kaffee wäre jetzt mal nicht schlecht. Ey, ist jetzt echt schon die fünfte Folge, die ich hintereinander hier aufnehme. Ich glaube, mehr schaffe ich dann heute auch nicht, ey. So, weiter geht's. Weiter geht's, weiter geht's. Wisst ihr, das müsst ihr euch so vorstellen, wenn man dann so 4, 5 Folgen aufgenommen hat, wird man so langsam ein bisschen müde. Durch dieses monotone immer Reden, da wird man... macht man sich selbst müde sozusagen. Dann muss man entweder mal, macht da mal eine Stunde Pause. Aber, ja, da habe ich jetzt schon 2,5 Stunden hintereinander aufgenommen. Muss mich noch vorbereiten auf den morgigen Tag. Mir meine Brote machen für Arbeit. Ich muss mich noch rasieren. Ist jetzt vielleicht nicht so interessant für euch. Ja, und dann darf man auch nicht zu spät schlafen gehen. Wenn ich direkt nach der Aufnahme schlafen gehe, dann habe ich immer so komische Träume. Also ich brauche mal ein bisschen Abstand davon. Ey, hier gibt es so viele Birken, das gibt's doch gar nicht. So viele Birken, das glaubst du nicht. Das glaubt mir gar keiner. Ich bin aber auch hartnäckig, meine Diamantaxt ist bald erschöpft hier. Aber man merkt kaum einen Unterschied bei der Diamantaxt und bei der Diamant- und bei der Eisenaxt. Das ist genauso wie mit der Diamantschippe, Schaufel und mit der Diamant- Eisenschaufel. Der Unterschied ist wirklich minimal, den man bemerkt. Ist nur bei der Spitzhacke, wo sich das wirklich extrem... Ach nee, doch, bei der Diamantschaufel, ja, wenn man Sand schaufelt, dann macht sich das bemerkbar. Da fliegt gleich der halbe Berg weg, wenn man da einmal die Schippe eintaucht. So einzelne Blocks mit einer Diamantschaufel wegzuschaufeln, ist sehr problematisch, weil die nimmt immer gleich mehrere mit einem Mal. So. Oh, guck mal, da passt... Ah, was kann man jetzt wegschmeißen? Einmal Rosen? Mohn, okay, ich schmeiß mal den Mohn weg. Und das... Nein, jetzt hat er wieder genommen. Ich will doch den Mohn. Ich schau den Mohn weg, Mann. Nein. Nein, jetzt hat er den Mond wieder genommen. Ich will den Mond nicht. So, jetzt kann er nicht mehr nehmen. Haha. Mal unser. Habe ich gar nicht gesehen, dass wir das alles nicht im Inventar hatten. Wer weiß, wie viel ich hier schon umsonst abgehackt hatte. So, ich habe jetzt irgendwie völlig die Orientierung hier verloren. Wartet mal. Ich muss mal gleich mal gucken, wo wir überhaupt sind. Guck mal hier. Hier irgendwo. Ah, hier ist unsere Strecke. Ah, okay. Na ja, gut, geht ja. Haben wir uns ja nicht wirklich verlaufen, wa?
So, da sind die ganzen schönen Birkensetzlinge. Vielleicht haben wir ja irgendwie eine Chance, da noch welche von mitzunehmen, indem wir irgendwas rausschmeißen. Oh, sieben haben wir schon, dann können wir die einsammeln. Müssen die doch noch reinpassen. Ja, cool. Och, das ist ein schönes Lied. Oh, guck mal, da waren wir aber schon, wa? Da war noch eben eindeutig eine Fackel drin. Ja, da waren wir schon, oder? Doch. Wo wir schon waren, brauchen wir nicht nochmal gucken. Es sei denn, wir hätten uns das gemerkt, dass da irgendwie was ganz Tolles war. War aber nicht. Einmal Kohle war da, glaube ich. Soweit es mein fotografisches Gedächtnis zulässt, mich zu erinnern. Birkenholz, Birkenholz, das macht Spaß. Oh, guck mal hier, das ist doch Farbe, 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 Farbe. Oh, das geht aber zum Pflanzenabbauen, ist das Zeug auch geil. Diese Axt. Wie kriegen wir denn jetzt das lilane Zeug mit? Warte mal. Eine Feder. Nee, nee, die Feder ist mir zu wertvoll. Die werde ich jetzt mal nicht. Siehst du, so, jetzt kann man das ganze lilane Farbe mitnehmen. Die Feder ist mir zu wertvoll. Aber muss ich bestimmt mal einen Pfeil draus machen. Ja, deshalb nehmen wir dich auch noch mit. Und du passt nicht mehr ins Inventar? Aber jetzt müssen wir zwei Federn haben, wa? Nein! Na gut, lass mal das Hühnchen hier liegen. Guck mal, das ist noch ein Huhn. Oh, wir müssen in die Richtung. Wir sind ein bisschen abgekommen vom Weg, Herr Ufo-Mann. Wie sieht es denn eigentlich aus mit unserem Inventar? Mit unseren Holzvorräten hier. Na, viel. Oh, jetzt haben wir vier Stacks. Oh, da können wir schon ein bisschen. Ups, nein. Da können wir schon ein bisschen was draus machen aus vier Stacks. Kann man sich nicht beklagen. So. So. Oh, danach noch eine Folge aufnehmen, das schaffe ich nicht. Ich bin echt jetzt schon ganz schön ausgebrannt. Hochkonzentrieren. Hochkonzentrierend. Hochkonzentrierend. Weißt du, der Typ heißt nämlich Hochkonzentri. Also sein Vorname ist Hoch, der Nachname ist Konzentri und Hochkonzentri rennt. Ah, er rennt, versteht ihr? Er rennt. Hochkonzentri rennt. So, ihr seht schon, es geht hier absolut bergab mit meiner Leistungsfähigkeit. Oh, schnell, schnell rennen, rennen, rennen. Forrest, renn. Renn, 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 renn und schlaf jetzt mal schnell. So. So, jetzt haben wir eigentlich. Na gut, du kannst so bleiben, weil du siehst schön aus. Du bist ein Naturwunder. Jetzt geht's erstmal wieder hoch zum Leuchtturm. Ach, guck mal, dass das rot ist, sieht man im Gegenlicht jetzt nicht so gut. Mal gucken, ob wir da irgendwie was Anständiges, Leuchtturmmäßiges hinkriegen. Wenn wir erstmal wieder hochlatschen. Jetzt bringen wir natürlich uferlos Holz mit, das ist schön. Müssen wir uns gleich mal eine Truhe da bauen. So. Hallihallo, wir wollen uns eine Truhe bauen, geht das? Ja. Aus Birkenholz, wie verschwenderisch. So, jetzt schmeißen wir das hier erstmal alles weg und dann machen wir hier die Truhe hin. Genau. Da können wir jetzt schon mal ein bisschen Zeug reintun. So. Müssen wir mal gucken, was wir nachher davon alles wieder mitnehmen. Gut.
So, und jetzt gucken wir mal, was können wir denn hier an unglaublichen Mengen von Holz bekommen? Wow, schon voll war. Ja. So, machen wir hier ein bisschen was von dem Birkenholz rein, okay. Das ist aber nicht wenig, nicht wenig. Hat sich doch gelohnt, unsere Axt hier ein bisschen zu drangsalieren. So. Wow. Okay. Habt ihr schon mal so eine Menge von Holz? Ich glaube, so viel Holz habe ich noch nie gefarmt hier bei Minecraft mit einem Mal. Ich staune auch, dass ich jetzt so relativ wenig... So, komm, lass uns mal hier hochgehen. So. Wo ist mein Birkenholz? Ich muss weiter. Ich will höher. Ich will höher. So, da müssen wir jetzt... warte mal, da kommt jetzt ein Rand Birkenholz rein. So. Und dann kommt Fenster rauf. Oder am besten wäre noch Glowstone, wa? Für nachts. Sie hat mal hin einen Leuchtturm, dass man da schon mal... Warte mal, dass man unten die Fenster reichen. Ja, hier oben werden wir niemals rausgucken. Niemals. Pass mal auf, dann machen wir mal... Ach, ich habe gar keinen Glowstone mitgenommen, ey. Ich bin so ein Furz. Müssen wir nochmal schnell runter, ey. Verflucht. Eine Fahrschule wäre auch cool. So wie bei Craft the World. Wenn man einen Fahrstuhl craften könnte, wäre ja nicht so schwer. Einfach ein komischer Glasblock. Der halt in Verbindung mit Leitern zum Beispiel nach oben oder nach unten fährt. Wa? Aber nein, die Jungs kriegen es ja nicht auf die Reihe. So, guck mal hier. Hier haben wir doch haufenweise Glowstone drin. Dann nehmen wir mal immer Glowstone mit. Ach genau, und das Zeug hier brauchte ich auch noch. Das Zeug. Rote Wolle. Aha, wie cool. Die wollte ich eigentlich nehmen. Da hatte ich noch nicht die geniale Idee dafür, einfach einen Netherstein zu nehmen. So, und dann gucken wir mal, dass wir jetzt jetzt da so ein bisschen Glowstone für unseren Leuchtturm benutzen. Der Leuchtturm hat ja auch eine Funktion, dass man den auch aus der Ferne sieht, wieder so als Wegmarkierung. Da wir ja hier immer noch ohne Mods nach wie vor spielen. Ups. So. So, und jetzt muss nämlich hier, wo ist der Glowstone? Gut, die Fenster werde ich ja mal weglassen jetzt. Da muss nämlich hier jeweils in die Mitte ein Glowstone rein. In die Mitte. Genau so. Und wo ist hier die Mitte? Hier. So, und dann kommt hier noch eine Schicht und dann kommt wieder. Dann kommt wieder die rote Binde, die rote Bauchbinde, ja, sozusagen. So. Aber eigentlich müsste ja... Nee, komm, wir machen noch eine. Ab jetzt machen wir immer drei. Ab jetzt machen wir Dreier-Schichten. Und werden sogar in die rote auch bloß so mit einarbeiten. Ich glaube, das würde mir so gefallen. So, guck mal, jetzt haben wir hier so eine Dreier-Schicht. Da muss wieder eine Leiter ran. Und jetzt machen wir dasselbe mit Glowstone. Mit Redstone heißt der, oder? Redstone. Jetzt werde ich auch so eine Dreierschicht machen und in der Mitte aber ein Fenster rauf. So. So. Und dann hier. Siehst du, jetzt haben wir schon mal einen Fehler gemacht. Weil hier muss nämlich schon wieder ein Glowstone. Ja, ich weiß, schwindelerregende Höhe finde ich jetzt auch selber nicht so lustig. Weil ich wahrscheinlich sterben werde. So, noch ein Glowstone. So. Und so, ich hoffe mal, das war richtig jetzt.
Nein, ich habe einen Fehler gemacht. Ach Mist, ey. Ich habe den zu. Na? Zu frühzeitig reingebaut. Da muss erstmal die Schicht mit dem Redstone rein und dann kommt der Glowstone. So. So. Dann hier, genau. Und ich spiele gerade auch ohne die Schleichentaste. Ist wieder sehr geil. Weil jetzt, wenn ich hier runterfalle, bin ich wirklich tot. Und dann spawne ich in Ufotopia. Wie bescheuert ist das denn? Können wir da vorne, kommen wir da ran? Warte mal, so. So. Okay. Haben wir mal hier noch eine Leiter ran? So. Wenn wir das hier noch zupflastern. Okay, und dann ist die Folge erstmal vorbei. Ich kann mich erstmal ausruhen. Meine Konzentrationsfähigkeit lässt auch ganz langsam nach. Was dann wahrscheinlich dazu führen würde, dass ich hier abstürze, was ich aber nicht will. Was ihr ja auch nicht wollt. So. Und jetzt werden wir mal wieder runterklettern. Na, komm schon. Aua! Bin aber nicht gestorben. Na gut, wenn man innen runterfällt, vielleicht nicht. Ja, das war krass. So. Dann gucken wir uns noch mal kurz den Turm von außen an, wie der aussieht. Gut, so viel sehen wir jetzt nicht. Aber es sieht schon leuchtturmmäßig aus, ja. Könnt ihr euch nicht beklagen. Ist schon leuchtturmmäßig. Gut, mal jetzt könnte man natürlich noch irgendwie Glowstone zum Blinken bringen, war? Mit irgendeiner Redstone-Schaltung. Da gibt es bestimmt ganz einfache Schaltungen, um das hinzukriegen. Und so ein An-Aus-Ding gibt es doch. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Und Repeater? Nee. Das sind ja so eine Übertragungsdinger. Ist ja erstmal egal. So, wir bleiben jetzt erstmal hier oben beim Leuchtturm. Und werden dann in der nächsten Folge noch ein bisschen an dem Leuchtturm weiterbauen. Und dann geht es wieder runter in Nether. Ach ja, genau. Und in der Zwischenzeit, na warte mal, da werde ich uns mal gleich in Truhen. Werde ich offscreen ein bisschen an dem Nether-Tunnel bauen. So, brauchen wir hier noch was? Nö. Werde ich offscreen noch ein bisschen an dem Nether-Tunnel bauen. So. So, dann gehe ich auch gleich mal runter. Und verabschiede mich von unten von euch und dann können wir auch nämlich den Leuchtturm nochmal vom Weiten sehen. Inwiefern der da uns eine Freude macht, der Anblick. So. Und so. Oh, die Sonne geht natürlich auch gleich wieder unter. So, guck mal jetzt. Oh ja, doch. Gut. Leuchtturm ist natürlich auch noch cooler, wenn er nach oben hin immer schlanker wird und auch noch rund ist, aber ich denke mal, für meine Leuchtturmbedürfnisse reicht der. Der soll halt hier im Prinzip diese Ecke markieren, dass man die von Weitem dann noch sieht. Wir brauchen ja jetzt, dadurch, dass wir keine Minimap haben, brauchen wir ja viele solche Markierungen. Okay. Na, no, wir sind schon ganz schön lange hier auf der Ecke. Haben schon ganz schön lange hier zu tun mit der Ecke. Wenn wir jetzt mal ein Nickerchen machen. So. Hey. Mit Blick. Ach so, es kommt drauf an, wie rum man das Bett stellt. Jetzt sehe ich das, oder? Keine 300 Folgen später. So, es ist wieder früh morgens. Gut. Dann verabschiede ich mich an der Stelle hier. Das war die Folge 357. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls du das jetzt hier zum ersten Mal gesehen hast, guck doch öfter mal rein hier. Es gibt auch noch andere Let's Plays. Wenn du einer von meinen guten alten Zuschauern bist, die meine größte Hochachtung haben und ich bin in Dankbarkeit verbleibend.
Ich in Dankbarkeit verbleiben. Okay. UFO-Mann, auf Wiehö.